So, ein herzliches Willkommen zum nächsten Livestream. Mit ein bisschen Verspätung, wir haben es ja schon mal verschoben. Aber ich hoffe, das ist kein Problem. Und wir kriegen das alles hin, wie in den letzten vergangenen Tagen auch schon. Ich kann nur den Tweet hier noch kurz deleten. So. Gut, wie geht's euch allen? Zuckerkeks ist müde. Sehe ich so. Andi schaut, geht's ganz gut. Das ist ganz gut. Stream hat gerade nochmal gebuffert, alles okay. Ja. Schon. Stream läuft nur bei mir selbst nicht flüssig. Aber gut, anscheinend keine verworfenen Frames. Keine Ahnung, scheint alles gut zu sein. Von daher ein Hallöchen zum hoffentlich letzten Pokémon-Stream. Also ich würde ganz gerne das heute schaffen, die restlichen Arena-Leiter zu besiegen und eben auch Ho-Oh zu fangen. Das sind so die heutigen Ziele. Dafür brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar mehr Hyperbälle. Die können wir uns dann gleich kaufen. Ich habe hier erstmal heute noch so ein super lecker Cappuccino mit der Boy. Heute als Special-Getränk. Oh nein, der Deckel ist eingerissen. Ach nö. Oh nö. Warum? Nein. Okay, Stream ist vorbei. Tut mir leid. Ist scheiße. Hat scheiße begonnen. So kann ich nicht weitermachen. So kann ich nicht arbeiten. Unter diesen Umständen. Okay, ich kann doch wieder arbeiten. Alles gut. So. Grund, warum wir so spät anfangen oder später anfangen als sonst, ist folgendes. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Hier ein bisschen Skripterino zu dem neuen Pokémon Top 10 Video. Was ich dann heute anfangen wollen würde, schneiden zu wollen. Deswegen habe ich eben nur ein bisschen dafür schon aufgenommen. Ich muss aber noch deutlich mehr machen. Habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, vom Aufnehmen her wäre der Aufwand nicht so groß, aber scheinbar schon ein bisschen. Ich vergöttere solchen Kaffee. Ich will auch Kaffee. Das ist Cappuccino, Mann. Das ist nur Cappuccino. Beruhigt euch. Bleibt alle ganz entspannt. Alle durchatmen. Alles wird gut. So, mir selbst geht's ganz gut. Triomino. Ich habe mich mal wieder extra beim Lernen beeilt. Das ist super, Soikachu. Ich hoffe, dass dadurch nicht die Qualität des Lernens nachlässt und du weiterhin genauso gute Noten schreibst wie bisher auch. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und gut. So, was machen wir jetzt? Ich brauche erstmal die Liste wieder mit den Dingens. Müssen wir mal kurz gucken. Arena-Leiter, nee, warte, was da? Kampf-Dojo. Da hat man das immer gut gefunden, ne? Mal gucken. Kampf-Dojo, Poké-Wiki. Wir hatten ja den Großteil der Arena-Leiter besiegt, aber ein paar haben uns noch gefehlt. Misty, Jasmin und Hartwig haben uns noch gefehlt und Sandra, glaube ich. Ne? Also doch noch so einige. Und dann auch noch Major Bob und Blau. Okay, ich würde einfach sagen, dass wir jetzt Misty, Jasmin, Hartwig und Sandra angehen, danach uns um Ho-Oh kümmern und wenn dann noch ein bisschen Zeit ist, dann holen wir uns noch Major Bob und Blau als Nummern dazu. Wäre jetzt so mein Angebot. Wenn ihr damit einverstanden seid, dann ist das ja super cool. Dann freue ich mich da ganz doll drüber. Dann sind wir uns nämlich alle einig und das wäre doch schon mal sehr, sehr schön. So, 16 Leute sind wir, das freut mich auch und dann fangen wir jetzt grundsätzlich erstmal an. Mani Maus atmet durch. Ich brauch das auch! Nick Place ist auch wieder da. Hey, schön, dass du zurück bist aus deiner WLAN nicht so gut funktionierenden Phase. Und GGX ist auch da, Krustenzitate und Puffy liebt mich, MC Leonie. Das freut mich. Leonie muss eigentlich noch Sachen machen. Packen für die Skifreizeit. Konnte der Stream nicht nebenbei laufen und du kannst so packen? Das geht doch bestimmt auch irgendwie, oder? Gut. Der Großteil scheint einverstanden zu sein. Hallo, JJ Rapture. Dann, wie sieht's mit unserem Pokémon aus? Sind die... Nee, okay. Gut. Ob die fit sind, erübrigt sich die Frage. Nicht so ganz. Was war das jetzt für ein Tag? Auf Mittwoch müssen wir dann stellen. Was haben wir heute? Samstag, ne? Samstag? Ja. Freitag? Samstag? Freitag? Samstag? Samstag. Gut. Gerade richtig verwirrt gewesen. Richtig verwirrter Boy. Bei Nick wird noch keine Zahl angezeigt. Das könnte noch ein Momentchen dauern. Meistens dauert es ein bisschen. So, Leute. So.
Atlantis geht es wieder besser. Das freut mich. Das freut uns alle sehr, 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 sehr stark. Hallo, Fusselbesitzer. Hallo, Alina, Alinur. Hallo, Fusel. Fusel habe ich schon gesagt, ne? Habe ich schon gesagt. Gut, Arena. Wir sind schon hier? Wow. Man vergeht die Zeit schnell, wenn man nebenbei den Chat liest. Dann kriegt man gar nicht mehr mit, wie man im Winde dahin eilt. So, dieses Mal mache ich folgenden Fehler nicht. Ich habe ja immer die Zeit verstellt, habe aber eine Sache immer grundlegend vergessen, und zwar Skype auszumachen. Und alle Skype-Nachrichten, die ich so bekommen habe, die kamen dann irgendwann plötzlich Montag am 4. oder so an und teilweise dann und dann und teilweise so und so, und manchmal, manche Nachrichten kommen auch erst in ein paar Tagen erst wirklich an. Also ist ein bisschen durcheinander gerade mein Skype. Finde ich nicht so gut, aber ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges verpaschelt. Und dann können wir jetzt Arena-Leiter Nummer 1 herausfordern, und das wäre Misty für heute. Misty? Da ist Misty. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut. Also, heute hätte ich etwas Zeit. Trittst du nochmal gegen mich an? Na klar. Das freut mich. Also, ich warte auf dich im Dojo von Saffronia City. Tüt. Okay. Hallo, Benji Place. Hallo. Und der Eridon. Mann, viele Leute da. Viele Leute da. Gut, gegen wen? Misty. Misty Wasser-Pokémon. Misty könnte richtig schwer werden wieder. Ich würde sagen, wir lassen Atlantis vorne, weil Atlantis braucht ja wie immer das meiste Training. Lyra, ich habe keine Zeit gerade. Ach, du bist ja... Da bist du ja endlich. Seit unserem letzten Treffen hört man ja jede Menge tolle Dinge über dich. Na dann zeige mir mal, was du darauf hast. Wow. Misty scheint sich zu erkunden, wie es mir so geht. Das finde ich gut. Scheinbar funktioniert es mit ihrem Freund damals nicht, ne? Von damals nicht so gut. Wie spielst du Pokémon, weil du es ja am PC spielst? Emulator. Einfach mal nach Desmumi, also Desmume suchen. Oder einfach Pokémon Emulator, NDS Emulator. Einfach mal googeln, dann findest du da doch schon was. Dankeschön, Benji Plays. Was steht denn heute so auf dem Plan? Habe ich schon... Also bei mir sind es gerade 25 Zuschauer. Das schwankt so ein bisschen. Also was jetzt wirklich die tatsächliche Anzahl ist, ist ja egal. Aber es sind im Chat auf jeden Fall sehr, sehr viele unterwegs. Reund ist auch da. Sehr cool. Gegen ein Starmie. Starmie ist natürlich ziemlich gefährlich. Das wissen wir aus eigener Hand sehr, sehr gut. Was steht heute auf dem Plan? Auf dem Plan steht heute erst einmal 4 Arena-Leiter noch zu besiegen. Misty, Jasmin, Hartwig und Sandra. Das ist der Plan. Und danach wollen wir dann Ho-Oh fangen gehen. Das ist der grundsätzliche Plan. Und wenn danach noch Zeit ist, dann können wir uns auch noch eventuell die Nummern von Blau und Major Bob holen und auch noch die beiden besiegen. Okay, Fliegen macht jetzt nicht allzu viel Schaden. Das gefällt mir nicht. Wir können es mit Luftstoß mal versuchen. Und gucken, wie viel das abzieht. Bete, dass das Geschleime bald aufhört. Hört auf! Hört auf! Hört auf zu schleimen! So, wie viel hat Luftstoß abgezogen? Oder wie viel zieht es ab? Volltreffer. Das war wichtig, Atlantis. Das war richtig wichtig. Weil wir sonst den nächsten Donnerblitz nicht überlegt hätten. Gut. Lapras als nächstes Pokémon. Lapras. Laplace-Experiment. Nox natürlich, klar, Nox. Können wir gleich mal ein bisschen testen, weil ich Nox auch gegen das Lapras von Rot einsetzen möchte. Und dann kann man schon mal gucken, ob zumindest gegen ein Lapras auf Level 56 ein Dings ausreichen würde. Ein, wie heißt es denn? Ein Nahkampf. Einmal Nahkampf. Wir können aber erstmal Mogelhieb einsetzen, was dann vielleicht für den Test nicht ganz so gut ist. Aber ist egal, ist egal. Okay, so viel zieht das hier bei einem Lapras ab. Das ist auch vielleicht ganz gut zu wissen, weil auch gegen Pikachu brauchen wir diverseste Strategien, weil Pikachu könnte tatsächlich das härteste Pokémon von allen sein. Weil es super schnell ist und einfach unfassbar stark, wie ich nochmal rausgefunden habe. Kugelblitz verdoppelt ja Angriff und Spezialangriff. Und das ist kritisch, weil es dann schon auf Level 100 auf einen Angriff und Spezialangriff von über 400 kommen könnte. Und das... könnte wehtun. Morlord als nächstes Pokémon. Morlord. Ich hätte, glaube ich, Bock auf Ragnarok dagegen einzusetzen. Ich denke, das ist ganz gut.
Hallo Desputter-Fan, Hallöchen Fuchskeks, guten Tag. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar andere gesehen. Bergfärb ist zum Beispiel auch noch mit dabei. Hallo Bergfärb. Heute sind echt viele dabei, das freut mich. So. Fangen wir an mit Drachenpuls. Mal gucken. Ich weiß nicht, Morlodge, Verteidigung, Spezialverteidigung, was war besser, war beides gleich gut. Ich meine, dass es insgesamt gar nicht so gut war, wie gedacht. Auf jeden Fall zieht es ordentlich ab. Das ist gut. So. Steht irgendwas Interessantes noch? Ich versuche gerade wieder so ein bisschen mit dem Chat mitzukommen. Jetzt schon Top-Genesung. Das ist aber gewagt, Misty. Das ist gewagt. Ganz schön. Und woher bekommt man denn das Item Kugelblitz? Ich glaube, jetzt hier in Soul Silver kann man es nicht finden, aber wilde Pikachus tragen das fast in jeder Edition zu einer Wahrscheinlichkeit von 5%. Also wenn du mehrere Pikachus fängst, solltest du das auf jeden Fall bekommen können. Oh, da hat der Emulator gerade mal gehangen. Ganz nice. Misuran ist auch mit am Stizzle. Hallöchen. Guten Tag. Guten Tag. Ein paar Erfahrungspunkte für uns. Für Tool. Was kommt jetzt? Wie viel haben wir denn schon? 3 oder so, ne? Bojelin. Bojelin ist, glaub... Ist Bojelin reines Wasser? Oder ist da auch noch normal mit drin? Ich weiß nicht. Wenn er normal mit drin wäre, dann wäre Kampf natürlich sehr, sehr gut. Aber ich... Was war denn die Vorentwicklung? Die war Bammelin, ne? Ich glaube, das war reines Wasser einfach. Ich meine, wir können es versuchen. Wir können es gerne versuchen. Erstmal mit einem Mogelhieb und dann mit einem Nahkampf. Das sollte so oder so vielleicht auch schon reichen. Ja, doch. Mogelhieb allein zieht schon relativ viel ab. Von daher gucken wir mal. So. Nahkampf. Hallo, Mr. Nightfox. Guten Tag. Kaskade. Nahkampf wird ausreichen, oder? Oh, hier hin! Ich liebe dieses Pokémon so! Ich liebe es so! Das war's aber auch schon mit Bojelin. Mani Maus. Das war's mit Bojelin. Heißt es Bojelin oder Bojelin? Bojelin. Bojelin. Ich nenn's jetzt immer Bojelin. Milotic. Oh. Milotic. Milotic. Lass mal mit Nox weiterkämpfen. Lass mal mit Nox weiterkämpfen. Dann können wir nämlich noch einmal mit einem Nahkampf raufgehen. Hydropumpe. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass Milotic eventuell nicht mehr angreift. Großartig. Überleben wir das? Milotic ist jetzt nicht hyper stark. Hm. Volltreffer. Okay. Alles klar. Alles klar. Dann würde ich zu Arco tendieren. Oder wir hätten natürlich auch Starmie einfach einsetzen können. Wäre natürlich auch eine ganz gute Variante gewesen. Ich würde erstmal mit Knirscher versuchen, die Verteidigung zu senken und dann mit Gigastoß Goodbye zu sagen. Das wäre ganz gut. Bojelin mag ich nicht so wie Bammelin. Ja, ich glaube, ich finde Bammelin auch einen Ticken cooler. Na, so viel zieht ein Knirscher ab. Dann wird ein Gigastoß noch nicht ganz ausreichen. Ich setze noch einen Knirscher ein und danach dann Gigastoß. Das sollte ganz gut klappen. Leonie ist erstmal nicht aktiv im Chat. Ist okay. Ist in Ordnung. Muss man ja auch nicht sein. Flo, hast du dir gemerkt, ob ich eine Sie oder ein Er bin? Ja, wenn du schon so fragst, dann weiß ich es natürlich. Nee, aber ich habe es mir, glaube ich, tatsächlich gemerkt, weil ich eben deinen Namen gelesen habe. Andy, Andy. Mich irritiert bloß immer noch, dass es Andy oder Andy heißt. Woher kommt der Name? Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären? Warum? Also ich verbinde damit auf jeden Fall immer noch männlich. Obwohl ich weiß, dass du weiblich bist. Deswegen, wenn ich jetzt 2 Wochen nicht streame, habe ich das bestimmt wieder vergessen. Ich brauche etwas, womit es sich in meinem Gehirn einbrennt. Lantern als nächstes Pokémon. Lantern ist, glaube ich, ziemlich langsam. Dann können wir da mal Snorlax benutzen. Hallo, Skywolf. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Hi.
Immer noch bei Kräften, wie ich sehe. Ach, Landhuhn ist schon das letzte. Ja, dann dürfte es das für Landhuhn gewesen sein. Das sollte es nicht überleben. Flo, habt ihr gespendet? Echt? Das schaue ich gleich mal nach. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Ich habe jetzt hier in diesem Pokémon-Overlay-Gameplay, was ich hier einblende, leider die Spenden gar nicht mit drinnen. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber ich gucke gleich mal nach. Puh, ich bin an meine Grenzen gestoßen. Das freut mich, Misty. Wahnsinn, du bist immer besser. Ich danke. Ich danke. Dann gucken wir doch mal kurz, ob der Benji tatsächlich gespendet hat. Connect with Twitch. Schauen wir mal nach. Was steht denn hier noch so? Hast du mich nicht lange Zeit für weiblich gehalten? Lange Zeit nicht, würde ich sagen. Eher, ab einem gewissen Punkt dachte ich, dass ich immer dachte, dass du männlich wärst, obwohl du weiblich wärst. Aber das war ja dann scheinbar auch falsch gedacht. Aber mit den... Ja, ich kriege das irgendwann mit all den Geschlechtern noch irgendwie auf die Reihe. Ja, Benji hat tatsächlich gespendet. Hier steht jetzt zwar vor 3 Tagen. Hau das schön. Keine Ahnung. Oder in 3 days. In a day. Weiß nicht genau, was es bedeutet. Aber ich wollte das schon so lange tun. Mach weiter so, wie du bist. Und viel Glück und Spaß bei deinem Stream. Vielen Dank, Benji, für die Spende und für die lieben, lieben Worte. So. Dann muss ich kurz mal hier das Kampfdojo wieder einblenden. Wo haben wir es denn? Ah, zu viele Fenster offen. Mann. So. Gestorben ist jetzt niemand. Das heißt, wir können alle heilen. Meine ich. Wir können alle heile machen. Konzentration. Fokussieren. Hypertrank. Einsetzen. So, Atlant. Ach, Nox ist. Okay, Nox wurde besiegt. Wen haben wir denn? Jasmin mit Stahl-Pokémon. Ja, da wäre Nox wahrscheinlich schon recht praktisch zu haben, ne? Als Möglichkeit. Na gut, dann gehen wir kurz heilen. Das macht ja jetzt auch nichts. So viel Zeit frisst das nicht. Wir haben eigentlich genug. Auch wenn ich grundsätzlich vorhabe, obwohl wir später angefangen haben, würde ich nach Möglichkeit eben auch den Stream früher beenden wollen als sonst. Aber wird dann kritisch, ob wir alles schaffen, was ich schaffen möchte. Und das würde ich zumindest sehr, sehr gerne schaffen. Meine Internetverbindung war gerade abgeschmiert, aber jetzt bin ich wieder da. Gut, Andy glotzt. Ganz schön viele Andys schon wieder hier, ne? Manimo spielt selber Pokémon. Kannst du gerne machen. Ich glaube, das ist immer ganz cool, so im Prinzip zu zweit zu spielen. Also, einer spielt im Stream. Kann man selbst davor noch spielen. Ich zumindest bekomme meistens, wenn ich bestimmte Spiele sehe, auch immer Bock darauf, sie selbst zu spielen, wenn ich die Spiele denn mag. Demzufolge kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. So, nächster Trainer, beziehungsweise nächster Arena-Leiter wäre dann, wie gesagt, Jasmin. Das heißt, wir stellen die Zeit mal wieder ein bisschen voran. So, da ruft auch schon Annette an. Will ich nicht. Annette, will ich nicht. Sorry. Hallo, René. Hallo, Pham. Ich weiß nicht, ob Pham schon vorher da war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich lese auch gerade Pham. Und bin ein Kanak. Bin ein Kanak. Ist das eine Nuzlocke? Jein. Es war eine Nuzlocke. Jetzt gerade trainieren wir im Prinzip nur aus einem Grund, weil wir gegen Ruth verloren haben im großen Finale. Kannst du sonst gerne auf dem Kanal nochmal nachgucken, wie das alles so verlief. Da gibt es das Let's Play. Was wollte ich denn jetzt machen? Anrufen. Stimmt. Anrufen. Anrufen ist immer eine ganz gute Wahl. Jasmin. Hä? Okay. Hat gerade nicht reagiert, deswegen war ich verwirrt. Jasmin. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mein Amphi ist wieder völlig gesund und so habe ich auch wieder mehr Zeit für mich. Also, wie sieht's aus? Hättest du Lust auf ein Rematch? Ja, na klar. Abgemacht. Ich warte auf dich im Dojo von Saffronia City. Tüt. Ja, tüt. Missouran fängt auch gleich an mit Pokémon zocken. Wieso? Welche Andis sind denn noch da? Andy glotzt und Andy schaut 2. Oh, warte mal, da. Die Entstehung von Andy wird deutsch ausgesprochen, also Andy. Okay. Kommt von einer Freundin, die ich nicht mehr so oft sehen kann. Sie hat mir den Spitznamen Andy gegeben, weil ich Andrea heiße. Okay, das macht Sinn. Da ich sie immer mega vermisse, wahrscheinlich, haben alle meine Freunde angefangen, mich Andy zu nennen. Und das erinnert mich an sie. Ich mag den Namen, weil sie ihn mir gegeben hat. Wahrscheinlich irgendwie so. Long story. Alles klar. Gut zu wissen. Vielleicht kann ich es mir jetzt ein bisschen besser merken. Wir beginnen den Kampf vielleicht mit... ich
könnte vermuten, dass sowas wie Panzer Eron am Anfang kommt. Ich setze mal Cookie tatsächlich als erstes ein. Machen wir es mal so. Und dann auf geht's. Pünktlich auf die Sekunde. Wollen wir dann gleich anfangen? Na klar. Lass uns direkt anfangen. Er dreht schon wieder an der Zeit. Psch, Fuchsgangs, das muss doch keiner wissen. Das muss keiner wissen. Mein Nintendo-Stift ist weg. Hilfe. Was? Metagross? Metagross. Okay. Okay. Das könnte schwierig werden. Na, okay, vielleicht auch nicht. Ja gut. Habe ich jetzt schlimmer erwartet, ehrlich gesagt. Da kann Cookie scheinbar ordentlich reinhauen. Jetzt wird es nochmal geheilt. Vielleicht reicht der Surfer jetzt aber auch schon aus. Gibt ja da immer so eine kleine Varianz, was die KP angeht. Zieht ja nicht immer genau gleich viel ab. Flo, machst du heute noch ein Battle gegen Rot oder kommt das erst in einem Video? Das kommt dann in einem Video. Also gegen Rot kämpfen wir im Stream nicht. Das machen wir dann extra im Let's Play nochmal als finaler Abschluss des Ganzen. WTF, Metagross ist voll OP. Ja, dachte ich auch, aber haben wir ganz gut eingrenzen können. Magnezone als nächstes, da können wir dann mit Snowplex ganz einfach gegen agieren. Wo liegt denn das Durchschnittsalter deiner YouTube-Zuschauer? Vor Desperado war es, ich glaube so 17, 18, 19, so in dem Bereich. Nach Desperado liegt es, glaube ich, eher so bei 16. Also ist runtergegangen, aber ist ja nicht schlimm. Ich habe keine Ahnung. Müsste ich auch mal nachgucken. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf. Kann auch sein, dass es komplett daneben geschätzt ist. Aber könnte so in etwa sein. So. Level 59, sehr hervorragend. Metagross ist voll hübsch. Metagross ist eigentlich ziemlich hässlich, oder? Eher, eventuell. Empoleon. Da könnten wir auf jeden Fall mit Nox gegen kontern. Das wäre möglich, obwohl Empoleon, glaube ich, auch Bohrschnabel kann. Aber gut, wir senken zumindest den Angriff und es bekommt keinen Stab-Bonus. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? So spät ist es ja gar nicht. Bei mir ist es gerade 11.26 Uhr. So, wir beginnen mal mit Mogelhieb. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber komm. Nachher würde es mit 3-4 KP überleben. Dann ziehen wir lieber jetzt schon ein bisschen was ab. So, und jetzt den finalen Schlag mit Nahkampf. Hoffe ich zumindest, dass es der finale Schlag sein wird. Fuchskick spielt auch gerade Pokémon. Sehr nice. Empoleon ist down. Oh, da fällt mir ein. Metagross habe ich auch als Shiny. Zweimal, wobei eins davon noch ein Tanhell ist. Und ich glaube, du hast zu viel Zeit oder zu viel Glück, was das angeht. Backflip ist 15. So, Katschu 14,5. 15, 14 lese ich jetzt hier so. Panzer Eron. Das war mir auf jeden Fall klar, dass das kommen würde. Und Cookie ist ja noch vollkommen unverletzt, ne? Ist auch das Einzige, was wir wirklich dagegen haben. Und die meisten Pokémon von uns sind ja eher physisch veranlagt, glaube ich, oder? Ja, glaube schon. Von daher. Und da Panzer Eron physisch eben sehr, sehr gut aufgestellt ist, was die Defensive angeht, greifen wir da vielleicht lieber mit einer sehr effektiven speziellen Attacke an, um uns dieses Pokémon, was doch sehr nervig sein kann, erstmal vom Hals zu schaffen. Wahrscheinlich sind die meisten aber nicht so alt, wie sie es auf YouTube angegeben haben. Ja, das ist sowieso mal eine Frage, inwiefern das der Realität dann tatsächlich entspricht. Die Statistiken, die können natürlich leicht gefälscht werden. Da habt ihr recht. Bronzong. Boah. Bronzong hat Schwebe. Bronzong hat Schwebe. Und wir haben nichts sehr Effektives. Einzig Unlicht. Nee. Ich glaube, die einzige Schwäche ist Feuer, oder? Und Boden halt, aber Boden hat keine Wirkung wie Schwebe. Ich würde es mit Nox versuchen. Ach nee, nee, das sind Event-Pokémon. Ah, okay. Ja, dann ist es. Dann macht's Sinn. So, Bronzong Level 50. Ich glaube nicht, dass ein Nahkampf ausreichen wird. Wir können erstmal mit Mogelhieb anfangen und abschätzen, aber das wird nahezu nichts abziehen. Ah, ist okay. Und Schaden. Ich würde fast sagen, wir beginnen mit Vergeltung und beenden mit Nahkampf. Lass uns das mal machen. Hypnose, oh. Ein Glück sind wir nicht eingeschlafen.
Ich finde, Cookie kann Lapras echt gut ersetzen. Auf jeden Fall. Hält wahrscheinlich nicht so viel aus, ist dafür aber schneller. Und es gleicht sich dann schon aus. Hin und wieder. Also wir müssen sehen. Ich glaube gegen... Na, ich weiß nicht, was mir gegen Rot lieber wäre. Ein schnelles Pokémon oder ein resistenteres Pokémon? Wird schwierig. Also wobei, Starmie hat auch nicht schlechte Verteidigungswerte. Das Ding ist halt nur... Es hat wenig KP. Das ist so ein bisschen die Schwachstelle. So, Stalos. Stalos. Wir können natürlich Cookie einsetzen, dann wäre die Geschichte... Lass uns Atlantis einsetzen. Dann wäre die Geschichte wahrscheinlich gegessen. Nur Feuerboden hat keinen Typ, wegen dem Flugtyp. Nicht wegen dem Flugtyp, oder? Ist doch nicht vom Typ Flug. Hat doch Schwebe, oder nicht? Von sowas wandert ein durchtrainiertes Stahl-Pokémon nicht auf den Schrott. Na, das wollen wir noch sehen. Hydro-Pompe trifft natürlich wieder nicht. Es war zu erwarten. Tarnsteine. Okay, wenn wir jetzt wechseln oder wechseln müssen, dadurch, dass ein Pokémon besiegt ist, kriegen wir schon mal direkt Schaden. Ist aber nicht weiter wild. Kriegen wir hin. Mir fällt gerade auf, dass du noch Nuzlocke stehen hast. Ja, das stimmt. Weil ich das Overlay jetzt extra wegen so ein bisschen Training ändern wollte. Deswegen. Brüller. Okay. Oh, das ist eine interessante Taktik, aber irgendwie auch ziemlich doof. Ich meine, klar, jetzt verlieren wir KP durch Tarnsteine. Aber trotzdem. Das macht dann den Braten auch irgendwie nicht mehr fett. Wobei wir natürlich mit Arco hat er jetzt einen glücklichen Fang bekommen. Mein stehendes Herz gibt erst auf, wenn es vorbei ist. Weil wir da wenig machen können. Stärke, Knuscher. Wollen wir es mit Gigastoß einfach mal... Nee, das reicht gegen Stalos never aus. Stalos ist ja ein bisschen zu heftig, deftig. Wir machen wieder auf Atlantis. Wieder auf Atlantis zurück. Hi Flo, hab eine Frage. Hast du einen Uploadplan? Fragt Malte. Och, komm schon. Jetzt wenigstens ein cooles Pokémon. Ja, Nox kann das Ganze beenden. Einen Uploadplan habe ich mehr oder weniger. Es gibt auf jeden Fall jeden Tag Mindfaction, also es ist ein Minecraft-Mod-Projekt. Und auch eigentlich jeden Tag Pokémon. Derzeit setzt das allerdings aus, weil wir trainieren müssen. Daher die Streams derzeit. Aber ansonsten täglich immer Mindfaction und Pokémon und optional ein drittes Video. Einen bestimmten Zeitplan gibt es derzeit noch nicht, würde ich mir aber wünschen, dass es den dann irgendwann mal gibt. Also dass dann immer 16 Uhr das Video kommt und 18 Uhr das Video. Grob gesagt. Ich bin noch immer stolz auf mein Shiny Ho-Oh und Latias, auch wenn Latias nicht hübsch ist. Welche Farbe hat denn Latias als Shiny? Hallo Kakao! Ba-ba-ba. Ja, Kakao, du bist super, du bist ganz toll, du hast den Kustosmus erfunden. Wow, beeindruckend! Hast gehört, Jasmin hat gesagt, das war beeindruckend. Jetzt hast du sogar schon von zwei Leuten Anerkennung bekommen. Das hätte mir klar sein müssen. Boah, ich wurde richtig angepisst, von dannen gezogen. So, haben wir überhaupt Schaden bekommen? Atlantis. Ein bisschen. 50 KP, genau. Da können wir einfach mal einen Supertrank da lassen. Wo haben wir ihn? Da. Einsetzen. Und Atlantis hochheilen. So. Können Starter-Pokémon in irgendeiner Entwicklungsstufe einen Nebentyp haben? Ja, können sie. Gerade die letzten Entwicklungen haben fast immer einen Nebentyp. So gut wie immer. Einzig, also was mir jetzt einfällt, Turtok nicht, Tornupto nicht, Impegator und Meganium nicht. Aber viele, viele andere haben Nebentyp. Glurak ist ja zum Beispiel auch Typ Flug. Oder Morabell ist nachher später auch Boden schon. Sumpex, Boden, Logok, Kampf, Jungblut, Kampf. Da gibt es schon einige. So, jetzt müssen wir die Zeit nochmal weiterstellen. Und zwar auf nach 20 Uhr. Richtig? Auf nach 20 Uhr, genau. Dann holen wir uns auch den Kampf hier noch ab. So, okay, wunderbar. Und das wäre dann jetzt Hartwig, Kampf-Pokémon. Okay, könnte interessant werden. Hartwig, wo bist du? Hartwig. Ist auch ein schöner Name. Der von Männlichkeit nur so strotzt. So. Ach, er schreit mich gerade an. Bei mir ist alles im Lot, wenn das kein Zufall ist. Mein Training ist gerade vorbei. Na, hast du Lust auf einen Rematch? Yep. Klasse. Ich warte dann auf dich im Dojo von Saffronia City. Gut. Latias ist gelb, gold, weiß. Klingt erstmal ganz cool, sieht aber wahrscheinlich ziemlich scheiße aus. Sir Hartwig. Mit Kampf-Pokémon.
Grundsätzlich ist Atlantis dagegen natürlich ganz gut aufgehoben. Sowohl Flug als auch Psycho, na, da könnte es Schlechteres geben. Oh, hallo, da bist du ja. Jetzt kriegst du die Früchte von 24 Stunden Spezialtraining schmecken. Zuschmecken. Stand zuschmecken da? Oder habe ich irgendein anderes Wort wieder überlesen? Ich weiß es nicht. Kakao wurde von ihrem Senpai genotest. Erfolg. Meditalis. Kann gefährlich sein. Hat einen ziemlich hohen Angriff durch seine Fähigkeit. Wir müssen auf jeden Fall mit Fliegen dagegen kontern. Das ist der erste Stream, den ich von dir gucke. Sehr cool, Killer. 10.000 V. Erstmal die Nullen zählen. Ich verzeihe dir, wenn ich ein Herzchen bekomme. Jetzt bekommt Kakao ganz viele Herzchen von ganz vielen Leuten. Alles klar. Ist wieder so eine awkward Unterhaltung. Noch eine Frage. Danke, dass du sie beantwortet hast. Kannst du eventuell mal ein Bed Wars-Projekt machen, wo Zuschauer mit dir spielen können? Weil da hätten bestimmt viele Bock drauf, dass dann welche mitmachen, die im Stream und so aktiv sind. Habe ich sogar schon mal gemacht. Ich habe mal Bed Wars 1 vs. 1, beziehungsweise sogar zweimal eigentlich gemacht, wo ich dann gegen Zuschauer angetreten bin im 1 vs. 1. Das gab es auf jeden Fall schon. Habe ich allerdings wieder abgesetzt. Also ich denke schon, dass es den Leuten, die mitgemacht haben, auch Spaß gemacht hat. Mir hat es auch schon Spaß gemacht, aber es war das Endprodukt, was als Video rauskam, war dann nicht so cool. Und ansonsten gibt es halt im Stream, wenn wir Minigames spielen, immer mal hin und wieder die Möglichkeit, bei den diversesten Minispielen mitzuspielen. Also auch zum Beispiel bei Bed Wars dann. Und von daher kann man, wenn man bei den Streams dabei ist, da auch mal wieder mitspielen. Nee, Antikraft finde ich jetzt nicht so geil. Muss jetzt nicht sein. Flo, wollte fragen, ob du irgendeinen Tipp fürs Kommentieren hast. Weil mir passiert immer der Fehler, dass mir nichts einfällt oder einfach doofe Pausen einlege und frage dich, weil mir fällt bei dir kein Fehler auf und finde sowieso deine Kommentarart. Ach so, kommentieren meinst du im Sinne von Let's Plays aufnehmen zum Beispiel. Da kommentartechnisch zu agieren und sich auszudrücken. Ja, ein Tipp. Tipp ist schwer zu sagen. Wie du. Also es gibt immer so Phasen, wo einem nichts einfällt, was man erzählt. Und da muss man das natürlich irgendwie überspielen. Mal eine kleine, kurze Pause ist nicht schlimm, aber es sollte jetzt nicht irgendwie eine halbe Minute pure Stille herrschen. Grundlegend würde ich einfach sagen, dass es Übungssache ist, was das Kommentieren angeht. Also, dass man eine gewisse Routine reinbekommt und sich seine Videos immer mal wieder anguckt, vielleicht auch im Vorhinein, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, du machst etwas, wo nicht viel passieren wird, dass man sich im Vorhinein schon mal Gedanken macht, über was könnte ich sprechen? Was für Themen könnte ich ansprechen? Und generell, dass man vielleicht versucht, aus Kleinigkeiten, die geschehen, sich irgendwas abzuleiten. Also, keine Ahnung, wenn irgendwas Kleines im Gameplay passiert zum Beispiel, dass man darauf eingeht und dann die größte Story des Jahrtausends draus macht. Also irgendwie, keine Ahnung, man muss halt einfach ein bisschen Übung reinkriegen und so weiter. Und ansonsten hat René ja auch gerade geschrieben, versuche Spiele, die viele Texte haben, die du vorliest. Das macht das Kommentieren einfacher und immer alles aussprechen, was du denkst. Genau, grundlegend auf jeden Fall, stimme ich dazu. Also gerade weiterkämpfen, ja. Ich finde zum Beispiel die Pokémon-Parts, wo es darum geht, eine Stadt zu erkunden, wo du viele, viele Leute ansprichst. Die haben dann immer Dialoge, die kannst du vorlesen, kannst in den verschiedensten Stimmen machen, kannst auf diese Dialoge auch nochmal eingehen. Da gibt es eigentlich die ganze Folge, irgendwas zu erzählen, über irgendwas zu sprechen. Während dann so Trainingsfolgen, wo halt gar nichts passiert, auf das man eingehen kann, da wird es dann auch ein bisschen schwieriger, irgendwie was zu finden, was zumindest interessant und unterhaltend auf irgendeine Art und Weise ist. Und manchmal Bullshit labern kriegt man schon irgendwie hin. Ja, also von daher, wie gesagt, so ein paar Sachen beherzigen und halt versuchen zu üben, denke ich mal. Üben ist wichtig. Soikatsu fragt, wann der nächste Mind Faction 2 Stream ist, also wann der nächste Woche sein wird. Wir haben Dienstag im Blick. Also Dienstag ist, glaube ich, aktuell immer der wahrscheinlichste Termin. Am liebsten würden wir beide Montag machen, weil wir einfach schon wieder ultra viel Bock drauf haben, aber wieder ein wenig vorproduziert haben. Demzufolge erstmal wieder ein bisschen abwarten müssen, damit wir den im Stream nicht zu viel spoilern. Und deswegen müssen wir uns gedulden wahrscheinlich jetzt bis Dienstag, und das ist ätzend. Deswegen würden wir ganz gerne Montag streamen, aber ich denke, dass Dienstag der Stream kommen wird.
So, Puffy liebt mich, war kurz weg. Ach, ich habe ja hier noch Cappuccino stehen. Hast du eine Ahnung, wie es mit Desperado weitergeht? Und wenn... Und wann machst du da... Was? Und wenn machst du dann wieder mit? Ach so. Und wenn es da irgendwie weitergeht, ob ich dann wieder mitmache, wahrscheinlich. Mit Desperado sieht es nicht gut aus. Das kann ich so schon mal sagen. Ich bezweifle, dass es da irgendwann weitergehen wird. Ich glaube nicht, dass da von den meisten Leuten noch irgendwie ein Finale kommen wird. Ich selbst möchte ein Finale bringen. Allerdings ist der Server derzeit offline. Und wir haben Bergi auch schon angeschrieben. Und Bergi meinte auch, er kümmert sich drum. Aber es ist Bergi. Der braucht dafür eine Weile oder vergisst es wieder oder... Bisher haben wir keinerlei Möglichkeiten, ein Finale aufzunehmen, sonst hätten wir das vielleicht jetzt, wären wir das jetzt vielleicht die Tage angegangen. Aber so, keine Chance. Wir werden es mal mit Luftstoß versuchen, dadurch zu ballern. Ja. Denkst du, es wäre rein theoretisch möglich, dass ich noch diese Woche auf den Krusten-Server komme? Es ist rein theoretisch möglich, dass du direkt nach dem Stream raufkommst. Das Problem ist, ich habe die ganzen Comments nicht mehr im Kopf. Und deswegen muss ich die erst raussuchen. Das ist immer so ein bisschen umständlich, deswegen zögere ich das etwas hinaus. Aber keine Sorge. Ich versuche mich drum zu kümmern. Da kommt auch so ein bisschen Bergi-Syndrom durch. Haha, Kämpfe gegen dich sind immer ein riesiger Spaß. Cool. Das freut mich. War jetzt tatsächlich ziemlich easy, ne? Das war für Lugia eigentlich der perfekte Trainingspartner. Konnte alles so ziemlich One-Hit besiegen. Also wenn wir Lugia noch trainieren müssen, dann sollten wir immer gegen Hartwig kämpfen. Das müssen wir uns merken. So, wir heilen mal Lugia noch und ansonsten stellen wir dann jetzt nochmal den Tag direkt um und dann können wir den letzten Arena leider für heute tatsächlich schon machen. Das geht fix! Und zwar müssen wir auf Freitag stellen. Einfach nur auf Freitag. Die Tageszeit bleibt die gleiche, wie sie jetzt gerade ist. So, und dann rufen wir Sandra an. Sandra war ja die letzte Arenaleiterin in Johto. Demzufolge könnte uns jetzt ein bisschen was erwarten. Mal schauen. Hallo? Ja? Mir geht es gut. Du rufst genau zur rechten Zeit an. Hast du Lust auf einen kleinen Kampf? Natürlich. Hihihi. Beste Lache. Ich kann es kaum noch erwarten. Ich warte auf dich im Dojo von Saffronia City. Hätte ich jetzt fast nicht mit gerechnet. So, Dragon-Pokémon. Können wir eigentlich... Ich würde fast sagen, wir fangen mit Cookie an. Kann Cookie eigentlich mittlerweile Eisstrahl? Ich weiß das gar nicht. Ich setze immer nur Surfer oder Psychokinese oder Donnerblitz ein. Ja, es kann Eisstrahl. Okay, dann sollten wir damit gut gewappnet sein, selbst wenn Gyarados oder Aerodactyl oder irgendwas in die Richtung kommt. Und dann geht's mal los. Ah, da bist du ja. Gut, dann lass uns sofort kämpfen. Lukas knuddelt ein bisschen rum. Ich habe jetzt die Frage von denen ich mir gelesen. Ich glaube, Benji war es wieder. Die letzte Frage habe ich nicht gelesen. Leider. Nochmal schreiben, sonst, wenn es wichtig war. Leonie war 10 Minuten weg. Boah, ich glaube nicht, dass du viel verpasst hast. Oh, guck mal, da haben wir richtig gebogert. Ich dachte mir fast, dass ein Gyarados kommen könnte. Deswegen wollte ich nicht Dragoran einsetzen. Will es noch ein 10.000 Abo-Special geben? Oder generell Abo-Specials? Bei 10.000 Abonnenten würde ich wahrscheinlich ein Special machen. Das schon. Aber, bis wir da ankommen, wird es eine Weile dauern, weil es gerade eher nach unten geht, statt nach oben. Das ist das Problem. Also können wir eher uns auf ein 5.000 Abo-Special vorbereiten. Ja, wird wahrscheinlich wieder geheilt werden. Von daher Donablitz. Hallo, Mr. Cylon! Ja, Krustenzieher hatte ich aber auf deine Frage geantwortet. Schön, dass du eine Frage stellst und dann weggehst. Super gemacht. Toll. Fühle ich mich richtig bedeutend und so. Da, hast du eigentlich Pokémon Omega Rubin oder Alpha Saphir? Du hast jetzt mit 2S geschrieben. Also ich hasse Omega Rubin und Alpha Saphir nicht. Falls du meinst, ob ich sie habe... Nein, leider noch nicht.
Weil ich werde sie mir definitiv irgendwann zulegen. Da bin ich mir sicher. Mir fällt gerade auf, dass ich Reni noch nicht Hallo gesagt habe. Ja, dann sagt ihr Hallo. Gut. Drachenpuls, mal gucken. Ob das ausreicht. Boah, das war gerade so ein richtig ekliger Schluck auf. Also kurz die Daten nochmal kurz zusammengefasst. Ja, ich glaube, dass es möglich ist, aber ich bin ein fauler Sack und muss erst die ganzen Comments wieder raussuchen und deswegen schubse ich das ein bisschen vor mir her. Weißt du? So ein bisschen. Aerodactyl. Da könnte man tauschen auf... Ja, auf wen? Man kann es mit Atlantis versuchen. Eine Siegesgarantie gibt es nicht. Wieso sollte dich denn jemand deabonnieren? Jetzt kannst du dich fragen, wie deabonnieren. Ich weiß es auch nicht. Also mir würden schon Gründe einfallen, dass man mich nicht so cool findet, dass die Projekte, die kommen, nicht so cool sind. Ist ja alles geschmacksunterschiedlich. Einer mag das nicht und so weiter. Von daher gibt es schon Gründe zu deabonnieren. Warum sie gerade in Massen deabonnieren, gerade jetzt, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht beantworten. Das müssten die Zuschauer dann schon am besten wissen. Ja, Krustenzähler, du sollst einfach deine Tante abwimmeln. So wie es sich gehört. Oh, Aerodactyl heilt sich tatsächlich nicht. Ich dachte mal, können wir mal schon mal damit anfangen. Flussi, wie sieht's mit dir aus? Magst du Physik? Naturwissenschaften fand ich generell nicht so cool. Also, Chemie fand ich richtig scheiße. Physik war noch so... Meh, aber okay. Und Bio fand ich recht interessant. Grundsätzlich. Wie alt bist du? Er ist 23. Falsch, Zuckerkeks. Er ist 22. Richtig. Soll ich dich dann lieber öfters erinnern oder lieber komplett damit in Ruhe lassen? Einmal am Tag kannst schon, oder alle zwei Tage kannst schon eine Erinnerung schreiben. Das ist bei mir schon ganz gut. Sonst vergesse ich das irgendwann. Super gemacht, Zuckerkeks. Sehe ich so alt aus? Dragoran. Da könnten wir auch Snowplex ein bisschen kämpfen lassen. Hallo Jackie, das Einhorn! Welcome! Welcome to the stream! Dann wird mir vorgeworfen, ich wäre internetsüchtig. Ja und, wenn du das nicht bist, dann bist du selber schuld. Dann werd internetsüchtig. Werdet alle internetsüchtig. Was für Projekte werden in Zukunft folgen, falls geplant? In Minecraft nach Minefaction, weil es hat ja auch irgendein Ende. Oder wird es noch kleinere Projekte geben? Bis Minefaction zu Ende ist, wird es auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Hoffe ich. Hoffe ich. Sieht erstmal wieder ganz gut aus. Machen wir Gestein. Der Arco eine Gesteins. Ja, Arco konnte Stein haben. Okay, dann versuchen wir es damit. Also bis mein Faction zu Ende ist, wird es noch dauern. Danach sind ein paar andere Projekte auf jeden Fall auch geplant. Aber das möchte ich so grundsätzlich noch nicht verraten. Nur noch eins, dann fängt der Kampf jetzt richtig an. Also auf jeden Fall hatte ich ja mal das Projekt Minecraft Wither, wo ich gegen den Wither versucht habe zu kämpfen, möglichst effizient, wo ich dann bis zum Finale ziemlich gut gearbeitet habe, das Finale aber etwas zu vorschnell versucht habe und dann gegen den Wither gefailt habe. Da muss es noch irgendwie eine Art Revanche geben, da habe ich auch noch verschiedene Projekte in Planung, aber die werden dann auch wirklich erst kommen, wenn mein Faction zu Ende ist. Wenn ich ehrlich Flo, du siehst aus wie 26. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Ich soll schon wieder verloren haben? Ich will das einfach nicht glauben. Das muss ein Irrtum sein. Ich bin Sandra. Ich kann nicht verlieren. Bio, magst du auch nur wegen Sexualkunde? Ne, irgendwie war das... Das ist strange, wenn du das mit einer alten Lehrerin zusammen hast. Das ist strange. Genauso funktioniert das. Bleibe am Ball. Alles klar, Andy. Flo, wie lange streamst du noch? Angepeilt ist ca. 22 Uhr. Wie spät ist denn das jetzt? Ey, die Uhrzeit ist sogar richtig gerade eingestellt bei mir wieder. Nur der Tag stimmt nicht, ne?
So, da wir jetzt mit den Trainern durch sind, kann ich ja den Tag wieder ordentlich stellen. Was haben wir heute? Samstag. Ja, guck mal. Fast wieder zur richtigen Zeit gewesen. Krass. Gut. Dann sind wir hiermit fertig mit den Arenaleitern. Dann kaufen wir jetzt ein paar Hyperbälle und dann vielleicht ein bisschen Beleber. Falls Pokémon sterben gegen Ho-Oh, ist es nicht unwahrscheinlich. Ho-Oh hat durchaus guten Spezialangriff und guten Dings. Guten Angriff und Spezialangriff. Also erstmal Hyperbälle. Wie viel könnten wir kaufen? 59. Dann lass uns mal irgendwie so um die 30 kaufen oder so. So, 69 reichen hoffentlich. Wobei es ja auch keine Gewissheit gibt, ne? So, Beleber, wie viel könnten wir kaufen? Oh, 23. Okay, ja, da würde ich einfach nur so... Ich weiß nicht, 10 sollten auf jeden Fall reichen. Ja. Okay. Und dann können wir den Rest doch nochmal in Hyperbälle zur Sicherheit investieren. So. Ja. Okay. Gut, dann ist jetzt Ho-Oh dran. Bin ich sehr gespannt. Setzt du die Mütze ab ohne... Setz die Mütze ab, ohne die wirkst du jünger. Cool. Ich versuche mal kurz den Chat aufzuhalten. Was bringt euch denn der Hashtag Flocky in Verbindung mit Varo? Der Großteil der Großen weiß doch gar nicht, wer damit gemeint ist. Bergy kennt sie doch auch nur als Nestfloh und Blockler. Das stimmt. Aber wie willst du sonst machen? Nestfloh und Blockler vor Varo 4? Ist vielleicht nicht so der beste Hashtag. Ich bezweifle sowieso, dass der Hashtag irgendwas bringt. Also, das ist, glaube ich, eher spaßeshalber. So. Wir hatten Sexualkunde mit einem recht jungen, hübschen Lehrerin. Allerdings war sie schwanger. Das war ein bisschen strange. Ja, gut. Dann konnte man sich sicher sein, dass da schon mal was gelaufen ist. Benji, ich bin manchmal hin und wieder auf einem TS, aber auch wirklich meistens nur nachts und... Ja. Ist eher unwahrscheinlich, mit mir zu sprechen mal. Aber wer weiß, irgendwann vielleicht. Und Minecraft spielen, wie gesagt, im Stream ist es möglich. Alles klar, Malte. Bis dann. Ciao, ciao. Ich versuche jetzt gerade mal hier ein bisschen aufzuholen. So viele Hyperbälle bringen nichts. Ab Runde 30 ist der Timerball nämlich effektiver. Kann man denn Timerbälle kaufen? Wo kann man denn Timerbälle kaufen? Haben wir hier Timerbälle? Also hier nicht. Kann man bestimmt wieder in irgendeinem Scheißmarkt kaufen oder muss man die bei Koga herstellen? Weil das wäre ein bisschen mühselig. Finsterball, Flottball, doch die kann man bestimmt irgendwo in irgendeinem Laden kaufen. Hast du recht, Miss Horan. Hallo Blocky, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich habe auf jeden Fall schon gedacht. Hallöchen, hallo, eine Alu, auch ein Red Panda, die 2002. Wir versuchen es einfach mit Dings, oder? Mit Hyperbällen. So, dann fliegen wir mal nach... Erstmal nach Johto. Und dann nach Teak City und dann geht's los. Jetzt sage ich Teak City. Ach man, ich weiß nicht. Puh, bei Koga herstellen... Fragezeichen. Kann man doch, oder nicht? Kann doch da seine Aprikokos hinbringen. Und dann kriegt man da doch auch irgendwelche komischen Bälle. So, Teak City. Ich bin gespannt. Kann man einfach mal zu dir in den TS-Raum gehen, wenn du gerade on bist? Wir sind meistens in so einem privaten Raum. Aber, könnt auf jeden Fall anstupsen dann. Und wenn dann nichts Wichtiges ansteht, dann kann man euch da reinziehen. Würde gehen. Oder wenn ihr irgendwas Konkretes habt, dann könnt ihr auch einfach so fragen, ob wir mal kurz unter vier Augen sprechen können. Das ist dann auch kein Problem. So. Achso, außer ich bin in einem AFK-Channel. Da auch nicht. Was hast du für Vorsätze für das Jahr 2016? Da habe ich ja drüber gesprochen im externen Video. 2,5 Stunden lang. Also, wenn dich das interessiert, kannst du da gerne reingucken. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ach ja, Kurt, nicht Koga. Ah, stimmt. Die Namen sind sehr ähnlich. Und irgendwie verwechsel ich die. Also, nicht nur verwechsel, sondern manchmal denke ich, die sind
tatsächlich ein und dieselbe Person. Aber haben wir Top Shoots? Ich glaube nämlich nicht, ne? Und ich glaube, da kommen viele Pokémon. Viele Pokémonster. Doch, ich glaube, wir haben noch was. Ja, 9. Hoffen wir mal, dass es reicht. Kontrollposten vor dem Glockenturm. Kein Zutritt für Unbefugte. Ist das das Richtige? Gab es nicht noch irgendwo was anderes? Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt hier rein. Auf geht's. Code, Koga, alles dasselbe. So sieht's aus. Nur weil du den Norden... Oh, kommt das jedes Mal, wenn wir hierher gehen? Das ist ein bisschen nervy. So. Flo, du kommst nicht mehr in den TS-Raum mit uns. Tut mir leid, Lushiko. Tut mir leid. Glockenklammquart. Sieht schon episch aus, ne? Mit den Bäumen, mit den unterschiedlichen Farben. Ich weiß nicht, ob vielleicht so eine sanfte, kleine, klingende Musik noch ein bisschen besser wäre als komplette Stille. Aber mal schauen, wie die Musik im Turm wird. Glockenturm. Ah, ich liebe diese Musik. Aber mit dem Glockenturm an sich verbinde ich nichts Positives. Oh, hi. Ach, du fragst mich jetzt nach der Buntschwinge, ne? Aber das ist doch... Boah, die heilige Buntschwinge! Du hast sie also gefunden. Bitte, du darfst weitergehen. Das ist nett. Dann geh mir auch aus dem Weg. Glockenturm. Ich weiß, dass jetzt hier bald ein paar Rätselchen auf uns zukommen werden. Okay, und wilde Pokémon. Da geht's auch schon los. Flo, kannst du vor der 5. Gen Omega Rubin let's playen? Omega Rubin kommt erst nach XY. Ja, das ist ehrlich chronologisch geplant. In der 4. Gen bekommt man die Timer bei der Com. Kann man hier rüber gehen? Oh ja, das ist praktisch. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen Rätsel machen. Wir gehen einfach mal random irgendwo hin. Am Anfang werden die Rätsel schon nicht so schwer sein. Haben wir jetzt Top-Schutz eingesetzt? Nee. Alles klar. Aber so viele kommen hier scheinbar auch nicht. Aber ist auch egal. Wir setzen trotzdem Top-Schutz ein. Ich spiele gerade Call of Duty. Was für ein Kontrast. Ja. Kontrast ist auf jeden Fall vorhanden. Die hat mir gerade auch Mehlkäfer in die Fresse gehalten. Alles klar. Gut, dass man immer weiß, worum es geht, ne? So, hier geht's weiter nach oben. Ja, ab hier könnte es knifflig werden. Wir haben jetzt die Option links. Ich gehe mal links lang. Achso, jetzt müssen wir hier hin. Mal gucken. Da würden wir auf jeden Fall zur Leiter kommen, wenn wir straight nach unten gehen. Hier kommen wir aber auch zu einer Leiter. Okay, dann gehen wir erstmal hier hoch. Mal schauen. Hier haben wir nur die Option. Hier können wir jetzt nach unten oder da lang gehen. Das ist aber egal. Ist beides das gleiche. Jetzt haben wir hier ein Item. Ich finde das geil, wie es manchmal so knarrt. Oh, ein Sonderbonbon. Sehr schön. So. Hier kommen wir zu der Treppe nach unten. Achso, und hier geht's gar nicht weiter, ne? Okay, dann müssen wir hier lang. Und sind wir jetzt wieder da, wo wir eben auch hätten hingekonnt? Ja. Okay, aber hier haben wir auch nochmal ein Item. AP Plus. AP Plus ist auch immer ganz nice. Kann es sein, dass ich deine Kommentare nur lese, wenn du Flo davor sitzt? Wenn du Nestflo davor sitzt, wird es auf jeden Fall schwarz eingefärbt bei mir. Und dann stechen die natürlich ein bisschen heraus. Hallo Iridrago. Aber gerade ist sowieso ein bisschen mehr Fokus auf dem Gameplay. Weil ich hier etwas konzentrierter an die Sache rangehen will. Ja, hier haben wir sowieso nur die Option. Hier auch, hier auch, hier auch. Ja, hier gibt es nur diese Option. Okay, dann kommen wir nach hier unten. Und hier haben wir wieder ein Item. Fluchtseil. Fluchtseil ist immer ein gutes Zeichen. Dann weißt du bist jetzt schon einigermaßen fortgeschritten. Weißt aber auch, gleich geht's richtig los. So. Hier geht's jetzt gar nicht weiter. Kamen wir von hier überhaupt irgendwo anders hin? Naja, da oben. Okay.
kommt man denn hier hin? Ach so, ah, okay, zu dem Item kommen wir so, okay. Ja, das müssen wir uns aber jetzt gerade nicht holen. Alles klar. Gerade wieder bin ich schon gelesen bei euch. Topschutz. Ich muss dir was Wichtiges sagen, Nestflo. Hi. Zu Tode vor einem Karton erschreckt. Interessant, was bei euch alles so abgeht. Oh, wofür sind wir denn jetzt lang gelaufen? Das war ja egal. Hier müssen wir ja lang. So, jetzt könnten wir nach rechts. Ging nach oben? Nee. Das heißt, wir müssen wieder hier lang. Haben wir denn gar keine Wahl? Hä? Hier kommen wir auch nicht nach oben. Müssen wir auch wieder hier lang gehen. Was? Bianca kann mich hier drin anrufen? Was will denn Bianca jetzt? Hi, Bianca hier. Bei dir alles im Lot? Welcher von den Top 4 sieht am besten aus? Bruno, oder? Ich stehe da mit meiner Meinung nicht alleine. Alle denken so. Bei einem Mann kommt es eben in erster Linie auf die Stärke an. Alles klar, Bianca. Da bin ich bestimmt der richtige Ansprechpartner. Gut, dass du das auch schon erkannt hast. Ja, hier müssen wir lang wieder. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und dann sind wir wieder hier und da oben ging es ja nicht weiter. Hä? Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Hier oben geht es nirgendwo weiter. Not so easy. Hier kommen wir auch nicht weiter. The fuck? Das ist jetzt ein bisschen strange. Jetzt wären wir wieder hier oben und dann würde wieder alles von vorne losgehen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich merke mir das immer alles nicht. Guck mal, hier geht's runter. Ja, okay. So, hier müssen wir jetzt entscheiden. Links oder rechts? 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 Ich weiß es nicht. So, komm. Alles klar, rechts. Gut. Hätten wir das auch. Nestfro ist natürlich auch ein cooler Name. Ist richtig cool. Ein richtig nicer Name. Aber gut, wir haben jetzt zumindest schon mal erkannt, wo wir lang müssen. Wir müssen rechts lang. Das kriegen wir hin. So. Schutz wirkt nicht mehr. Perfekt. Können wir gleich nochmal Schutz einsetzen. Und uns jetzt voll und ganz auf den Weg konzentrieren. Eins. So, so, so. Rechts. So, so. Hier könnte man übrigens nochmal darauf kommen, aber das bringt uns nichts. Sondern hier rein. Ist, glaube ich, ganz geil. Dann sind wir schon mal ein bisschen weiter. Hier haben wir noch ein Item. Oh, guck mal, hier sind sogar Brücken. Okay. Gehen wir hier mal rüber. Wackeln die? Nee, ne? Die bleiben leider so. Kommen wir da oben hin? Ja. Dann können wir uns schon mal das Item holen. Hi. Hyperheiler gefunden. Wow. Puh. Oh man, Andy. So. Hier müssen wir rein, ne? Mehr Optionen gab es da nicht. Wow, jetzt sind hier Lichtfelder. Wozu sind die gut? Will ich da reingehen? Ich glaube nicht. So, hier haben wir ein Dings. Und oben kommen wir bloß wieder zurück. Top-Beleber. Kann sicherlich auch hilfreich sein. Wofür sind diese Lichtfelder jetzt gut? Sind die einfach nur Deko? Scheinbar nicht. Wow, nein. Teleporter. Finde ich nicht so cool. Weil Teleporter zerstören irgendwie die Stimmung. Oder nicht? Ist alles so alt und zerbrechlich und jetzt Teleporter? Bin ich jetzt kein Fan von. Aber gut. KP Plus! Nicht ins Licht gehen, Flo! Hier haben wir jetzt auch wieder so ein Dings. Hier ist nochmal ein Item. Gib mal her. Top Genesung. Ja, jetzt haben wir bald alle Items beisammen. Das ist ja schön und gut. Ah, die Teleporter machen die Stimmung irgendwie kaputt. Ich finde die kacke. Ich finde die doof. Ich will die nicht. Ich will die weghaben. So, jetzt sind wir hier.
Okay. Ich glaube, das könnte es so langsam gewesen sein. Wir sind angekommen. Bei Ho. Gut, Ho-Oh. Dann würde ich sagen, beginnen wir. Die Frage ist, wie beginnen wir? Vielleicht mit Cookie erstmal zum Schwächen. Könnte ganz gut sein. Auf geht's. Ein wildes Ho-Oh erscheint. Soweit ich weiß, hat Ho-Oh eine sehr gute Spezialverteidigung, genau wie Lugia. Okay. Läuterfeuer. Ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr mächtige Attacke und die Spezialattacke von Ho-Oh. Verbrennt die nicht zu 100%, sieht so aus. Läuterfeuer, das muss auf jeden Fall leer gehen erstmal. Wir kriegen jetzt aber mit Starmie Ho-Oh auch nicht noch weiter geschwächt. Ich überlege gerade, ob ein Wechsel auf Nox gut wäre und dann mit Mogelhieb es zu schwächen weiter. Das wäre gut. Strafattacke. Okay. Könnte Unlicht sein. Und Angriff senken. Mache ich Bergfett mit OBS, genau. Ah, Läuterfeuer, das habe ich nicht gehofft. Okay, Nox überlebt es. Ja, Angriff wird halbiert, ist vielleicht sogar ganz gut. Bin mir nicht ganz sicher. Mogelhieb erstmal. Sollte es jetzt auf jeden Fall überleben. Na, okay, hat es auch so überlebt. Ich sehe schon, wir werden sehr oft Top-Genesung brauchen. Wir haben aber nicht mehr so oft Top-Genesung. Ich hoffe, Läuterfeuer hat es nicht so oft. Ihr könnt euch gerne schon mal über einen Namen Gedanken machen. Antikraft, okay. Vergeltung, wenn Ho-Oh nicht angreift, könnte es vielleicht in den roten Bereich treiben. Wenn es angreift, dann ist es aber doppelt zu stark und dann würde es Ho-Oh besiegen. Nahkampf ebenfalls zu stark. Mit Nox kriegen wir es jetzt erstmal nicht geschwächt. Deswegen vielleicht erstmal auf Ragnarok wechseln. Läuterfeuer, okay. Wird wieder anfangen zu brennen, Dragoran. Aber es dürfte das ganz gut wegstecken können. Nicht, ah, nee, ist kein Brand zu 100%, aber wahrscheinlich sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Nenn es doch Rainbow. Ja, stimmt, Rainbow macht ja sogar Sinn bei Ho-Oh. Antikraft, okay. Ah, ich wusste es, ne? Ich wusste, dass jetzt noch eine Wertesteigerung kommt. Muss es uns ja auch noch unnütz schwieriger machen, ne? Mogelhieb sollte es jetzt aber auf jeden Fall überleben, wegen der stärkeren Verteidigung. Hoffe ich. Ja, wir haben es im roten Bereich. Dann würde ich ab jetzt anfangen, es zu fangen. Mit einem Pokéball! Los, Pokéball!
Los! Wenn das jetzt drinne bleibt, bin ich der Meister auf Pokémon fangen. Ah, okay, schade. Leider nicht so ganz. Flo, weißt du, wie man sein Nintendo aufnehmen kann? Nee, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch mit irgendeiner Capture Card oder so. Wenn es überhaupt geht, aber bestimmt. Okay. Einmal gewackelt immerhin. Das ist schon nicht so scheiße. Strafattacke. Ah, okay. Ah, Volltreffer. Volltreffer ist nicht gut. Volltreffer ist ganz und gar nicht gut. Dann heilen wir erstmal Nox wieder. Ich hoffe, es hat nicht allzu oft noch Antikkraft auf Lager, weil wenn da jetzt noch der ein oder andere Dings kommt, wird es schwierig. Fox. Fox ist ein cooler Vorschlag. Cooler Namensvorschlag. Fox ist awesome. Ich glaube, wir haben schon einen Namen gefunden. So. Aber erstmal müssen wir es natürlich gefangen bekommen. Das ist jetzt erstmal die wichtigste Sache, aber in 50 Minuten schaffen wir das wohl. Hoffe ich mal. So, Ho bricht wieder aus. Ho setzt Antikraft ein. Keine Wertesteigerung. Keine Wertesteigerung. Keine Wertesteigerung. Keine. Und Verteidigung und Spezialverteidigung und Initiative ist alles egal, aber. Und auch der Angriff ist sogar einigermaßen egal. Aber der Spezialangriff ist eklig. Weil den Angriff können wir immer noch wieder mit Bedroher niedermähen. Spezialangriff kriegen wir aber nicht down. Das ist doof. Also Läuterfeuer hat es als spezielle Attacke. Einmal. Schade. Läuterfeuer. Das ist, hat Antikraft. Oh, das könnte jetzt das Ende sein für Dings. Läuterfeuer. Antikraft. Dann hat es noch diese Ich hab schon gedacht. Strafattacke, was hat es noch? Als vierte Attacke. Ist denn noch irgendwas? Das weiß ich nämlich nicht. So, komm, Ragnarok. Erst einmal du. Ah, da hat es wieder Antikraft, ne? Na gut. Scheiß drauf. Multikrillum ist wieder da. Wie viele Jahre spielst du jetzt eigentlich schon Pokémon? Das ist eine interessante Frage. Seit ich 5 bin? Also, 17 Jahre? Gibt es Pokémon schon 17 Jahre? Ja klar, ne? Heftig. Seit ich 5 bin. Eigentlich fast durchgehend. Es gab mal ein, zwei Jahre, wo ich es nicht gespielt habe, aber sonst durchgehend. Also 15 Jahre aktiv, würde ich sagen. Das ist krank. 80 Hyperbälle haben wir noch. Wir haben eine gute Chance, Leute. Wir haben eine gute Chance. Aber bisher noch nicht viel Glück gehabt. Antikraft kommt jetzt. Das könnte ordentlich wehtun. Ja, reicht auch sogar aus. Keine Wertesteigerung. Keine Wertesteigerung. Keine Wertesteigerung. Fein. Nächstes Pokémon rufen. Ja. Ah, nee. Snorlax ist dann direkt weg. Dann rufen wir halt. Uah. Jetzt wird's episch. Lugia vs. Ho-Oh. Wir werfen weiter Pokebällchen. Immer munter weiterwerfen. Wie ist der Name dann von Ho-Oh? Also im Moment steht Fox ziemlich weit oben. Bodyguard ist die letzte entscheidende Attacke. Das ist sehr, sehr cool. Wobei, ja, ich weiß nicht. Viele AP wird Ho-Oh nicht haben, ne? Scheinbar. Denn Ho-Oh einfach Ho-Oh. Das hätte ich sogar, ohne zu wissen, von wem es kommt, gewusst, von wem es kommt. Bodyguard, Antikraft, Strafattacke und Läuterfeuer, genau. Und da hast du recht. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch großartig was anderes hat oder nur noch Bodyguard. Wie viele AP hat Bodyguard? Viele? Ich glaube schon, ne? Hoffen wir es mal. Aber es hat noch auch andere. Antikraft nochmal. Naja, macht schon dezenten Schaden. Und nochmal Wertesteigerung. Ja, heilige Mami. Heilige Mami.
Dann machen wir mal... Belieber. Belieber, Belieber. Was ist ein Belieber? Hier? Bin ich hier schon beim Statusheilmittel? Oh cool, tatsächlich. Nox. Damit können wir den Angriff zumindest wieder downen. Dann ist Antikraft und sowas nicht mehr so stark. Strafattacke und alles. Dann ist Golden. An Anlehnung an ein abgeschlossenes Projekt, weißt du? Ja, Golden wäre ja auch noch passend, einigermaßen. Nox. Ja, Fortuna und Rainbow, das würde alles passen, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es Forks nennen werden, aber wir machen am Ende halt wieder eine Umfrage einfach. Das heißt, ihr entscheidet dann so oder so, wie wir es nennen. Von daher sammelt Vorschläge und dann machen wir nachher eine Strawpoll, eine Umfrage und dann gucken wir mal. Aber bisher hat es nie mehr als einmal gewackelt, ne? Bodyguard. Alles klar, Benji. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, Firefly passt ja nicht so wirklich, oder? Da sah es aber ein bisschen besser. Bisschen besser aus mit Latios. Mit dem Fang, da hat es wenigstens auch manchmal zweimal gewackelt. Meine ich zumindest. Naja. Spätestens wenn es sich angreift plötzlich. Mit Verzweifler haben wir ein Problem. Einmal. Ah, komm schon. Komm schon. Bodyguard. Und nochmal Hyperball. Doch, Firefly passt. Nein, passt es nicht. Fast hätte es geklappt. Hat es zweimal gewackelt? Ich weiß gar nicht, was zweimal wackeln ist. Was dann kommt für eine Textnachricht. Firebird. Ach, komm schon. Und sonst so? 41 Zuschauer gerade. Vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Die Anzahl der Wackler hat doch eh nichts zu bedeuten. Das sind nur Psychospielchen. Ja, ich weiß. Aber es ist cool. Eins. Oh. Man kann wenigstens währenddessen mithoffen. Firefly bedeutet Glühwürmchen. Stimmt. Sieht es aus wie ein Glühwürmchen? Wenn es sehr weit weg ist, bestimmt. Dann siehst du einen glühenden Punkt am Horizont. Wenn es dunkel ist. Denke ich doch mal, vielleicht leuchtet Hoho auch gar nicht und ist einfach ganz normal wie jedes andere Lebewesen auch dunkel, wenn es dunkel ist. Hast du eigentlich schon einen Schreiber für die Silberfisch-Fanfiction? Würde mich sonst bereit erklären. Ich habe noch keinen Schreiber gefunden. Von daher, setz dich ruhig ran, Flu wird sich freuen. Hab schon eine Strawpoll gemacht. Cool. Ich schau mal lieber rein. Forks, Rainbow, Golden, Fortuna, Phoenix. Ja, doch, sind die wichtigsten, glaube ich, mit bei. Das geht klar. Könnt ihr gerne mal immer wieder so, wenn der Link aus der Dings verschwindet, einfach wieder reinhauen. Gockel wäre auch schön. Gockel wäre natürlich auch super. Tower Bell, Tower Bell. Tower Bell ist auch recht kreativ, aber... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wie wäre es mit MLG Bird? MLG Bird. Forks ist vorne. War zu erwarten. Mal sehen, wie das Endresultat aussehen wird. Aber Phoenix mit OE. Mensch und Dench. Hoho lebt gerade am Limit. Also ich glaube, Hoho hat keinen Bock auf uns. Wobei, es ist immerhin noch schneller aufgetaucht als Latios gestern, ne? Also das war ja jetzt echt heftige Verarsche. Und
daher lasst uns mal hoffen. Naja, ich habe ja noch Cappuccino. Übrigens wird es wahrscheinlich demnächst auch noch ein kleines Video geben, wo ihr wieder mitmachen könnt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich es in der Top-10-Liste immer so mache, dass ich zumindest am Ende auch nochmal einblende, was eure Top-10-Liste war. Also das heißt, dass ihr euch, dass ihr selbst Top-10-Liste in die Kommentare schreiben könnt und dann gibt der erste Platz halt 10 Punkte zum Beispiel und daraus errechne ich dann die Top-10-Liste meiner Zuschauer und die kann man dann eben sehr cool vergleichen mit meiner Top-10-Liste. Das wird dann so ein kleines Special noch sein, was ich mir überlegt habe. So, dass noch ein bisschen Interaktivität mit reinkommt. Und dann gucken wir mal. So. Fox hat 10 Stimmen und das nächste danach nur 3. Also ja. Noch, solange bis wir es gefangen haben. Solange habt ihr noch Zeit zu voten und euch umzuentscheiden. Wie viele Bälle hast du noch? Ich habe noch 57. Aber wir haben noch genug. Ich mache mir eher Sorgen, dass Ho sich irgendwann selbst angreift, wenn seine AP leer sind. Bester Starter Gekkabor. Zweimal gewackelt. Immerhin. Bester Starter Gekkabor, kann ich zustimmen. Finde ich, glaube ich, auch am coolsten von allen. Spark of Phoenix. Flamely ist cooler. Shiggy. Jetzt schreibt jeder hier seinen Lieblingsstarter in die... in den Chat. Oha, Timerball ist irgendwie meiner Meinung nach der mieseste Ball. Echt? Flamely war immer mein Lieblings-Pokémon. Vielleicht. Oh, es geht schon los, Leute. Es geht schon los. Verzweifler. Tot. Einfach instant tot. Ja. Entscheidet ihr. Wir können nochmal neu versuchen, das Ganze. Oder wir sagen, gut, wir haben es nicht geschafft, dann halt nicht. Also ihr könnt schreiben, nochmal oder Ende. Nochmal oder Ende. Schreibt es mal rein. Da dürft ihr entscheiden. Weil das war zu erwarten. Ehrlich gesagt. Selbst schreibt schon Versuch 2. Nochmal neu, neu, nochmal. Versuch 2. Nochmal, 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 again, nochmal, nochmal. Es sieht so aus, als hättet ihr keinen Bock mehr. Dann, wenn ihr sagt, wir sollen nicht mehr machen, dann machen wir es halt nicht mehr. Nee, wir machen es natürlich. Wenn jetzt alle dafür sind, dann machen wir einen zweiten Try nochmal. Das müsste sein, ne? Okay. Wir machen es dieses Mal, glaube ich, ein bisschen anders. Also grundlegend schon genauso wie eben, nur andere Reihenfolge. Wow! Cheat einfach, Meisterbälle. Nee, wenn dann richtig. Ich finde vorher abspeichern und neu laden geht, weil das hat man früher auf dem Gameboy auch gemacht. Das ist jetzt kein Emulator-Trick des Todes. Von daher, das ist schon okay. So, dann als erstes Mogelhieb, danach wechseln wir auf Starmie mit Surfer. Das ist der Plan. Dann sollte es eventuell überleben, je nach Wesen. Das spielt dann natürlich auch noch eine kleine Rolle, was Ho-Oh da so hat. So, Cookie. Antikraft. Na komm, steiger direkt wieder alles, was du hast. Direkt alle Werte nach oben. Nee? Okay, dann nicht. So, das sollte es jetzt knapp überleben. Hoffentlich im roten Bereich. Starte mal so lange neu, bis es ein Shiny ist. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Okay, wir sind im roten Bereich direkt. Dann können wir jetzt schon wieder anfangen, Bälle zu werfen. Oh, in Omega Rubin ist es noch schwerer zu fangen, weil es 4 Attacken mit 5 AP hat. Das ist jetzt hier schon ganz schön krass, ne? Ist relativ schnell... am Ende mit seinen Attacken. Ease. First try. Get wrecked. So kann's gehen, ne? 2 unterschiedliche Versuche. Sein Körper soll in 7 Farben leuchten. Im Flug zieht es einen Regenbogen hinter sich her. 3,8 Meter groß nur. Lugia ist 5,2 Meter groß.
Und Lugia wiegt auch mehr. Möchtest du dem Huhn einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. So, wo habt ihr denn die Umfrage? Könnt ihr die nochmal posten? Das war jetzt ganz nice. Fox ist weit vorne. Da ist die Umfrage. Ich habe selbst noch nicht abgestimmt. Gefällt mir denn irgendwas anderes als Fox? Eigentlich nicht. Ich nehme Fox. Und Fox führt mit 12 Stimmen. Alles klar. Dann machen wir das auch. Wo habe ich denn jetzt hier Twitch da? Dann nennen wir es Farfgas, wird das geschrieben, ne? Also. So glaube ich. Fox. Okay. Fox wurde in Box 13 auf Bills PC übertragen. Er scheißt Regenbogen. Ja. Lief ganz gut. Das ging jetzt ein bisschen schneller. Lugia ist auf jeden Fall cooler als Ho. Definitiv. Fluchtseil. Da. Und einsetzen. Bring mich hier raus! Jens ruft mich an. Achso, wegen Ho-Oh bestimmt, ne? Ich bin's, Jens. Ist bei dir alles in Ordnung? Ich habe Entei einmal direkt gegenüber gestanden. Den Blick, mit dem es mich ansah, werde ich niemals vergessen. Es kam mir vor, als würde es in mir lesen wie in einem offenen Buch. Wieder mal ein random Anruf. Ja, also wie gesagt, bis 22 Uhr wollte ich ungefähr streamen. Das heißt, wir können... Hallo Kräuterhexe. Guten Tag. Ich würde sagen, wir können jetzt gerne noch die Nummer von Major Bob und von Blau besorgen. Das wäre auf jeden Fall möglich. Und dann können wir gegen die beiden noch kämpfen und dann wären wir durch für die Streams. Erst einmal. Und dann müssen wir schauen, wie es dann mit Soul Silver weitergeht, weil das große Finale gegen... Ich werde dann halt noch ein bisschen trainieren. Das werde ich aber, denke ich, offscreen machen, also weder im Stream noch irgendwo anders. Und das große Finale wird dann wahrscheinlich... Also ich denke, morgen wird erstmal eine Stream-Zusammenfassung kommen von den drei Streams, für diejenigen, die es verpasst haben. Einen von den Streams oder so. Ja, und dann den Tag darauf könnte dann das große Finale gegen Rot kommen. So sieht's aus. Und dann bin ich derzeit, glaube ich, dafür, die Kampfzone anzugehen. Aber da weiß ich halt noch nicht, ob ich das als Let's Play-Projekt oder als Streaming-Projekt oder als Mischprojekt mache. Das weiß ich noch nicht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, noch nicht ganz im Klaren. Warte mal, wir gehen mal hier hin. Da werde ich dann, glaube ich, auch wieder eine Umfrage machen, wo ihr abstimmen könnt, ob ihr das irgendwie Mischprojekt haben wollt, ob es nur Silver Zone geben soll, damit wir schneller vorankommen, oder ob es sich mit Schwarz-Weiß abwechseln soll, wie auch immer. Da haben wir dann die verschiedensten Möglichkeiten. So, was wir jetzt machen, ist ein Pikachu fangen, weil das brauchen wir für die Telefonnummer von Major Bob scheinbar. Zumindest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von daher machen wir das erst einmal. So. Pikachu ist nicht gerade häufig, aber ich hoffe auch nicht ultra selten. Wir müssen erstmal schutzlos werden, glaube ich. Ich wäre für Misch. Ich glaube, ich wäre auch dafür, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen würde. Hallo, Blurin. Blurin? Blurin? Ich weiß nicht ganz genau, wie man deinen Namen ausspricht, aber ich kenne dich. Ich kenne dich, mein Freundchen. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wo du wohnst. Mach die Pokémon-Liga, falls möglich, mit den Pokémon, die sie noch nicht geschafft haben. Zum Beispiel Ho. Ich denke nicht. Aber die Pokémon-Liga kann man zum Trainieren natürlich ganz gut nutzen. Wildes Pokémon! Hier gibt es doch Pikachus. Zu welcher Tageszeit gibt es Pikachu? Gibt es die auch nachts? Das wäre mal interessant zu wissen. Könnt ihr da mal gerne nachgucken? Genau, Farm hat auch die Frage gerade gestellt. Kommt Pikachu überhaupt in der Nacht? Ja, das ist eine Frage. Wäre cool, wenn ihr nachgucken würdet, wo es am wahrscheinlichsten ist, an zu welcher Tageszeit. Also wenn es nachts zu 5% kommt und tagsüber zu 20%, dann sollten wir vielleicht tagsüber das Ganze machen. Alles klar, Blurin.
Alles klar. Ich wäre ja auch traurig gewesen, wenn du mich nicht kennst, mein Freund. Wäre richtig traurig gewesen. So, ganz, ganz viele Hoodoos. Benennst du das Pikachu dann auch? Dann benenne ich das Pikachu auch. Und Soikachu, wenn du schon so fragst, weiß ich, glaube ich, worauf du hinaus willst. Und ich denke, dann kann man das durchaus machen. Hut, hut. Ich musste nur sagen, weißt du, wieder irgendwas Unwichtiges, glaube ich. Stell halt einfach mal auf Tag. Nein! Wenn niemand nachguckt, rennen wir halt jetzt hier ewig in der Nacht umher. So sieht's aus, bin ich bockig. Dann setze ich mich hier hin und mache halt nichts mehr. Können wir halt ewig gegen Hutus. Gibt es auch ein Kräuter-Pokémon? Kräuter-Pokémon. Pikachu ist gelb, also wahrscheinlich am Tag. Macht Sinn. Okay, überzeugt mich, Fam. Das überzeugt mich. Dann machen wir halt Tag. So, was ist Tag? So, 13 Uhr. Wird wohl Tag genug sein. Steh ich auf. Pikachu erscheint nur am Tag, schreibt Locky. Ich bin mir sehr sicher, dass er nicht nachgeguckt hat. Britannia Wald morgens, tagsüber und nachts. Selten. Okay, 4-7% oder was? Also ist, glaube ich, egal. Egal, ob morgens, mittags oder abends. Okay. Hallo bei Lowey. Guck halt im Pokédex, du fauler Sack. Ich habe bestimmt noch kein Pikachu gesehen. Behaupte ich jetzt mal. Wozu ist denn der Stream da, wenn er nicht mitarbeiten kann, hä? Finde ich unfair. Ich finde, das ist wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen. Oh, Pikachu, nice. So, wie wollen wir es denn nennen? Soweit ich weiß, ist Soikachu natürlich präferierter Name, aber ich glaube, dass Soikachu auch sehr viele komische Spitznamen hat, oder? Ich glaube schon. Demzufolge können wir dann natürlich auch einen komischen Spitznamen verwenden. Komm, Pikachu, komm zu mir. Bleib drinnen, Ball. Oh. Oh. Donnerschock. Oh nein! Oh nein! Hyperball. Uli. Wir nennen es Uli. Marielle, Olli? Ach, Olli auch jetzt? Ich glaube, es war Olli. Bye bye, Krustenzitate. Bye bye. Uli, Zoi, Ariel. Da gibt's viele. Ich nenn's Uli. Er streckt seinen Schweif nach oben, um seine Umgebung zu prüfen. Häufig fährt ein Blitz hinein. Ja, viel Spaß mit dem Blitz, ne? Möchtest du dem Pikachu einen Spitznamen geben? Yep. Wir nennen es Uli. Ja. Uli wurde in Box 13 auf Bills PC übertragen. So. Wie bekommen wir jetzt genau die Nummer von Major Bob? Ach, ist hier nicht einsetzbar. Hier sind ein paar Bäume. Lugia kann die nicht beiseite fegen. Ja, ja, ja. Ich habe mich genau beschäftigt mit Lugia. Ich weiß, was Lugias Fähigkeiten sind und ich weiß, dass ein Baum Lugia bestimmt nicht aufhalten würde. Mann. Gut, wir brauchen jetzt, glaube ich, das Pikachu müssen an erster Stelle damit zu Major Bob gehen oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir es irgendwie an erster Stelle haben müssen und es im Käferwald gefangen haben müssen. Irgendwie so. Ziemlich komplizierter Scheiß. So, bewegen. Dann packen wir es halt an Stelle Nummer 1. So. So. Tagsüber ist die Wahrscheinlichkeit, spawnen wahrscheinlich 9% und damit am höchsten. Es spawnt aber zu jeder Zeit. Die Antwort kommt ein bisschen zu spät, Reund, aber danke. So, stell dich mal ein grünes Kräuter-Pikachu vor. So voll. Wie eklig sieht Pikachu denn aus? Guck mal, so richtig. Yo, ich bin Pikachu! Volles Gangster-Pikachu. Du hast so voll die Hände in der Hosentasche. Scheiße. Also so sieht's ja normal aus. So vielleicht auch noch, aber so volle Gangster, Alter. Voll am Rummatschen. So.
Habt ihr schon was geschrieben? Du musst Zapdos besiegen oder fangen. Bäh. Okay, dann besiegen wir Zapdos halt kurz. Also fangen habe ich jetzt keinen Bock auf Zapdos. Zapdos ist scheiße. Also eigentlich nicht, eigentlich ist es ganz okay, aber keine Lust. Das sieht richtig dahingeschissen aus. Ey, sag nichts gegen mich. Oh, jetzt sei Katsche traurig. Oder brauchen wir Zapdos noch für irgendwas? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Also ich bezweifle, dass ich mit Zapdos in der Kampfzone agieren würde. Das wage ich zu bezweifeln. Und ansonsten kann ich es mir immer noch cheaten. So sieht es nämlich aus. Früher war es noch fett und pummelig. Heute ist es dünn und cool. Aber trotzdem Zapdos fangen. Nein, ich fange jetzt nicht noch Zapdos. Ich habe jetzt Latios gefangen und Ho-Oh. Das muss reichen. So, Wasser ist tiefblau. Ja. Was machen wir, wenn wir Zapdos besiegt haben? Pikachu will man nicht nachts in einer Seitenstraße begegnen. Das stimmt, da kriegt man schon ein bisschen Respekt vor. Topschutz, Topschutz, da haben wir es. Ich mag Lavados lieber. Ich weiß gar nicht, welchen Vogel ich am liebsten mag. Vielleicht Arctos? Keine Ahnung. Früher war es mal Zapdos. Ich glaube, jetzt könnte es sogar Arctos sein. Warte mal, wir haben jetzt... Ja, passt schon. Zapdos! Woo! Hust, hust. Ich habe mein Pikachu zu Kuscheltier... Was? Als Kuscheltier neben mir und mein Pikachu-Mütze auf. Ach so. Ich habe mein Pikachu-Kuscheltier neben mir und meine Pikachu-Mütze auf. So war's. Dann muss Pikachu an die erste Stelle und zu Bob gehen. Okay. Was für ein Emulator ist das? Das Mew Me. Wow, Zapdos, the one hit, dude. Get wrecked. Obwohl das ganz cool aussah. Vielleicht hätte ich es auch fangen sollen. So. Dann flattern wir jetzt weiter. Schön, dass das Ganze so kompliziert ist. Ich will eigentlich nur kämpfen. Aber gut. Meine Pombeeren sind leer. Oh, armer Zuckerkeks. Arme Zuckerkeks. Nachdem du Zapdos besiegt hast, musst du dich schämen. Oh, es tut mir so leid, dass ich Zapdos besiegt habe. Es soll nie wieder vorkommen. Ich schäme mich abgrundtief. Gehe jetzt mit einem schwachen Pikachu zu Major Bob, um zu zeigen, guck mal, so ein schwaches Pokémon besitze ich. Und du, so starke Elektro-Pokémon, ich bin nicht würdig, Elektro-Pokémon zu trainieren. Und dann habe ich mich geschämt und dann kriege ich Major Bobs Telefonnummer. Alter, kann das mal aufhören zu klingeln jetzt? Monika, leg auf! Heilige Mama Maria of Jesus. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Pikachu, komm mal her, Olli. Wir benutzen dich jetzt für Major Bob. Hey, Rekrut, ich hoffe doch sehr, dass du hier nicht herumfaulenst. Nördlich von hier gibt es eine große Stadt namens Saphonia City. Nee, stimmt. Der ist dann zu einer bestimmten... Oh. Na klar, der ist zu einer bestimmten Tageszeit dann am Kraftwerk. Das haben wir doch schon mal gemacht. Wo ist er denn? Major Bob? 9. Jeden Tag 9 bis 11. Stimmt, das ist schon so lange her wieder. 9 bis 11. 9 bis 11. Da. Okay, okay. So, so. Ach, fuck. Jetzt müssen wir wieder zum Kraftwerk. Da waren wir doch eben schon. Ah. Hass. Hass. Ich sagte doch, du musst dich erst richtig schämen. Hab ich mich doch. Also wenn das jetzt nicht richtig schämen war, dann weiß ich auch nicht. So. Komm, fettes Lugia, komm hinter mir her. Bisschen rumprahlen. Guck mal. Hier, guck mal, lass mal Pokémon-Treffen machen. Oh, du hast einen Lamus? Guck mal, mein Latios. Mein Lugia passt hier gar nicht hin. Das muss gleich 8 Felder einnehmen, weil es so mächtig ist. Bam! In your face. Scheiß auf Lamus. Woo. So.
Wo kommen wir hier raus? Wie kommen wir nicht raus? Schutz wirkt nicht mehr. Oh. 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 Ich hatte früher ein Pikachu-Plüschi. Ein Pikachu-Plüschi? Oh, wie süß. Ein Plüschi. Wer sagt denn Plüschi? Ich gehe immer wieder nach da oben, ne? Denk mir immer wieder, könnte es jetzt zerschneiden, aber eigentlich... Eigentlich nee. Eigentlich ist das nicht so dein Ding. Ist nicht so dein Style, einfach umherzulaufen und Büsche zu zerhacken. Hallo Michi, guten Tag, guten Tag. So, Topschutz. Topschutz. Pikachu und Zoikachu sind beste Freunde. Hätt ihr auch gehört? So, Major Bob dürfte jetzt hier sein. Im Kraftwerk. Ach ja, Pikachu muss an Stelle Nummer 1 sein, ne? Major Bob. Hey! Was für ein wählerischer Bastard! Ist doch nicht im Kraftwerk, oder? Was ist denn jetzt schon wieder falsch? Major Bob. 9 bis 10. Route 10. Vor dem Kraftwerk. Nachdem Zapdos gefangen oder besiegt wurde und sich ein Pikachu an erster Stelle im Team befindet. Major Bob ist so eine richtige Diva. Weißt du, erstmal groß Aufstand machen, bis ich seine Telefonnummer bekomme. Hä, jeden Tag von 9 bis 11, Route 10 vor dem Kraftwerk. Kraftwerk. Route 10. Pikachu muss Level 100 sein. Das wäre ziemlich awesome gewesen. Oh nein, jetzt kommt ein wildes Pokémon. Ein Voltoball. Und Kugelblitz tragen. Ja, ja, Leute. Macht ihr euch nur lustig über meine traurige fucking Scheißsituation, ja? Und Liga-Solo gemacht haben mit Pikachu. Ja, wenn ich dem Kugelblitz gebe, dann ist es, glaube ich, nicht mehr schwer. So. Ja, komm, wir versuchen es mal woanders. Vielleicht ist er nämlich da oben und wir müssen gar nicht direkt zum Kraftwerk. Sondern der steht da oben dran oder so. Ah, was ist denn jetzt schon wieder? Ach ja. Mann. Das muss ich immer wechseln, weil Schutz bringt ja auch nichts. Du bist doch nicht auf Route 10. Aber da stand im Wiki vor dem Kraftwerk, Mann. Bitte, bitte kein Pokémon. Hass. Bär. So, jetzt lass bitte kein Pokémon mehr kommen. Ich möchte Pikachu nämlich nicht von Stelle 1 runternehmen, sondern... Ich will es jetzt eigentlich... Er muss irgendwo Major Bob rumstehen. Lass mich in Ruhe, Collini. Geh weg. Lass mich in Ruhe, Mann! Ich will das nicht mehr! Ich will das nicht mehr! Golini, geh weg! So, komm schon! Das! Aber geil, wie Pikachu auch so zurückblickt, so, ne? Hi! Ich bin Pikachu! Ich bin Fame! Du hast eigentlich alles richtig gemacht. Er sollte vor dem Kraftwerk stehen. Vielleicht muss Pikachu wirklich Kugelblitz tragen oder wegen dem Spitznamen. Ja, ach komm. Jetzt aber. Also, da stand gerade, dass er tatsächlich da sein musste.
Das finde ich gut. Außerdem war Schutz noch aktiv. Es geht nicht, weil Pikachu weiblich ist. Jetzt hör auf, Scheiße zu erzählen. Helft mir lieber. Hier ist er auch nicht. Ist er jetzt echt da drüben? Major Bob. 9 bis 11. Route 10 vor dem Kraftwerk. Nachdem Zapdos gefangen oder besiegt wurde und sich ein Pikachu an erster Stelle im Team befindet. Mehr steht da nicht. Route 10 vor dem Kraftwerk. Ich schwimme doch da jetzt nicht nochmal runter. Reo und ich suche gerade die Telefonnummer von Major Bob. Eigentlich sollte er jetzt mittlerweile mal vor dem Kraftwerk stehen. So, komm. Was soll ich noch machen? Ich verstehe es nicht. Ich fange mir jetzt doch nicht so ein hässliches Ghetto-Pikachu, damit es nicht kommt dann. Hallo, Major Bob. Hey, wo bist du, Sweetie? Ich habe ein süßes kleines Pikachu für dich. So süß ist es eigentlich nicht. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Was soll ich denn cheaten? Ich cheate mir jetzt die Telefonnummer von Major Bob. So wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Ich wollte es eigentlich nur der Vollständigkeit halber haben. Mann. Du brauchst, glaube ich, eins ohne Spitznamen. Ist das jetzt euer Ernst? Das kann doch nicht sein. Hi. Hi, mein kleiner Bruder, sorry, Lille, denn dann ist er dir, aber er verlässt die Stadt so oft, dass er den Trainern damit das Leben schwer macht. Hä, ich denke, du massierst mich. Boah, nein, die Uhr ist auf 9.47 Uhr gerade. Also, es ist wirklich in der Spanne dazwischen. Echt wegen dem Spitznamen? Ach, damn it. Kann ich dann einfach zum Namensbewerter gehen und den Namen wieder in Pikachu ändern? Geht's dann? Oder ist das denn trotzdem ein anderer Name, weil es irgendwie anders gespeichert wird, weil er schon mal bearbeitet wurde oder so? Das wäre die Frage. Geh einfach zum Namensbewerter. Wo war der? Mann, dieser Spaß ist unendlich. Namensbewerter. Namensbewerter in Kanto war in... War in... Lavandia? Hey. Ich kann nicht raufklicken auf Lavandia. Jetzt geht's. Okay. Es ist garantiert nicht wegen dem Spitznamen. Tja, aber werden es so viele schreiben? Hier war das, glaube ich, ne, in diesem Zelt. Hallo, hallo, ich bin der Namensbewerter. Ich bin so eine Art Namensorakel. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ja. Hier, Uli. Aha, Uli nennst du es also. Das ist eigentlich gar kein schlechter Name oder Spitzname dafür, aber wir könnten ihm einen noch viel besseren Spitznamen verpassen. Was sagst du? Ja. Dann wollen wir mal. Wuhu. P wie Pikachu. A, I wie Kulada. Motivation over 9000. Pikachu. Okay.
Ein viel besserer Name als zuvor, findest du nicht auch? Ja. Super. Ich freue mich hart. Wisst ihr, was jetzt kommt? Wir dürfen wieder zum Kraftwerk laufen, um anschließend wieder schwimmen zu können. Mit 800.072.348 wilden Pokémon, die meinen. Ja, du hast gerade keinen Spaß mehr am Spielen, das ist aber schade. Ich zerstöre ihn noch weiter, diesen Spaß. Ach, du hast schon keinen Spaß mehr? Cool. Soll ich dir mein Fünkchen Hoffnung geben? Ich lasse jetzt einfach mal 5 Felder keine Pokémon kommen. Und du denkst dir so, wow, ich habe einen Lauf. Und dann schicke ich wieder 3 hintereinander. Das wird ein Spaß. Das wird dich doch hoffentlich freuen und motivieren. Nein, eigentlich hoffe ich nur, dass es dich zerstören wird, mental, und dir in den Arsch kicken. Hat man nun ein Pikachu an erster Stelle im Team und zeigt es ihm, fragt er den Spieler, ob er seine Nummer registrieren möchte. Heißt es, ist nur ein Kriterium für die Nummer. Ja, aber scheinbar, weiß nicht, wenn das Pikachu nicht Pikachu heißt, vielleicht ist Major Bob nicht in der Lage, das zu erkennen, dass ein Pikachu ist. Wir können ja nicht mal mit Pikachu einfach fliehen, weil das wahrscheinlich One Hit Down ist. Also müssen wir immer noch diesen scheiß Wechsel-Move hier machen. Oh, wir sind gut durchgekommen. Electric. Electric ist ziemlich cool. Aber tut mir leid. Tut mir leid. I don't know. Stell mal einen Tag weiter. Okay, dann. Niente. Fang ein neues, vielleicht geht es nicht, weil der Spitzname jetzt Pikachu ist. Oh, es wurde besiegt. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, das tut mir jetzt leid um dieses Pikachu. Mann, bin ich traurig deswegen. Oh. Nee, ich möchte es eigentlich nicht rächen. Ich soll es rächen. Na gut, Snowflakes, komm. Dann rächen wir jetzt Pikachu. Nö, eigentlich finde ich das Evita ziemlich sympathisch. Das lassen wir leben. Einige Stimmen behaupten ja, man müsste Zapdos fangen und besiegen würde nicht reichen. Das wäre ziemlich assi. Und wie direkt ein Pikachu kommt. Ganz nice eigentlich. Bleib jetzt drin, Alter. Du hast keinen Wahlmann. Bleib jetzt drin! Danke. Ja, nein, Pikachu kriegt keinen Spitznamen. Box 13, das ist die Todesbox. Da kommst du auch rein nachher. Fliegen hier nicht einsetzbar. Wir sind in einem Wald. Da kannst du nicht einfach wegfliegen. Du bist ja nicht so ein 2 Tonnen schwerer Drache, der alles wegrammt, wenn er dagegen fetzt. Oder Major Bob ist frauenfeindlich und mag nur männliche. Ja, wir werden es sehen. Ich weiß gar nicht, ob das männlich oder weiblich war. Pokémon bewegen. Hier. Ist weiblich. Ist mir auch egal. Hier. Du bist tot, du bist gerade gestorben. Aus Versehen. Das war ein tragischer Tod. Ach, oh, warte mal. Können wir wenigstens mal gucken, was das für ein Wesen hat. Mild. Okay, steigert den Spezialangriff. Ist eigentlich ganz geil. Senkt aber die Verteidigung, ne? Die Verteidigung ist eh nicht so geil. Von Forks. Aber ansonsten, Spezialverteidigung ist ziemlich heftig. Kann man nicht anders... Alter, aber was ist mit dem Rest der Werte? Auf Level 70 noch nichts weiter über 200. Okay. Klingt ziemlich scheiße. Aber gut. Mann. Ausloggen. Gehen wir mit dem nächsten Pikachu dahin. Wow, und wir können wieder surfen. Das ist jetzt der letzte Versuch. Wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Okay, dann habe ich alles versucht, was in meiner Macht steht, um nur an so eine befuckte Scheiß-Kacknummer von Major Bob zu kommen, um dann wieder jedes seiner Pokémon zu one-hitten.
Lasst mich in Ruhe, Nujiko und Zuckerkeks und alle anderen. Ich hasse euch. Jeden einzelnen von euch. Komm, Ghetto Pikachu. Es gab doch auch mal so einen Surfer-Pikachu, ne? Aber wenn wir Pikachu ertrinken, Leichen schwimmen doch meistens oben, oder? Können wir da mit rüber surfen dann irgendwie? Stimmt, musst du schon irgendwie hinhauen. So. Ja, komm. Es ist zwischen 9 und 11, ja. Verdammt nochmal. Dazu bin ich noch in der Lage, das irgendwie hinzukriegen. Aber es klappt nicht. Es geht nicht. It's a prank. Ja, das ist hier auch noch ein Prank. Ey, leckt mich. Schleckos, leckos, mios in mein A-Loch. Mann. Major the Pranker. Mach mal draußen einen Tagwechsel. Als wenn das irgendwas bringen würde. Kein Major Bob hier. Jetzt soll ich draußen einen Tagwechsel machen. Datum, Uhrzeit ändern. Dann ändern wir sie jetzt erstmal auf eine unchristliche Zeit, die 17.56 Uhr. Da ruft uns Monika auch direkt an. Ihr seht, hier ist niemand und jetzt machen wir die Uhrzeit wieder auf 9.56 Uhr. Und wir sehen, hier ist immer noch niemand da. Flieg nochmal zu seiner Arena und rede mit ihm. Lasst mich in Ruhe, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also zu seiner Arena fliege ich noch, aber das war's dann auch. Und das wird nichts bringen, da waren wir ja vorhin schon mit dem Pikachu. So. Hallo Antonia, mir geht's scheiße. Falls es dir auch scheiße geht, sind wir sehr gute Leidensgenossen. Mann! Natürlich hat es jetzt auch noch so ein scheiß Wickel eingesetzt, Alter. Leckt mich! Pikachu erreicht Level 5. Erreicht Level 6. Bald können wir Schutz einsetzen. Für dich, Antonia. Ja, für dich. Herr Rekord, ich hoffe, dass ich von hier gibt es eine große Stadt. Ich gebe dir meine Telefonnummer aber nicht. Es hat dann wohl was mit Zapdos zu tun. Mag sein. Gut, zur Strafe. Damit ihr richtig viel von meiner Scheißaua, das tat weh. Aua, meine Hand. Viel von meiner schlechten Laune abbekommt. Holen wir uns nicht die Nummer von Blau. Tut mir leid, da habe ich keinen Nerv mehr für. Ich würde einfach sagen, hier an dieser Stelle beenden wir den Stream Arena. Nicht unbedingt mit dem Erfolg. Aber wir haben ja fast alles geschafft, ne? Außer, dass wir jetzt 40 Minuten... Also angedacht war, so 50 Minuten für Ho-Oh zu investieren. Hat dann irgendwie in 15 geklappt oder so. Die Nummern holen, dachte ich dann, ja, machen wir in 5 Minuten. Hat dann irgendwie 40 gedauert. Ja... War ganz geil. Nee, aber dennoch war es ein cooler Stream. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Und, ja. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Also morgen wird es definitiv keinen Stream geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Außer, keine Ahnung. Außer irgendwas ergibt sich oder so. Ja. Wie gesagt, es wird dann irgendwie noch ein Video kommen, wo ihr eure Top 10 drunter klatschen könnt. Da wäre es ganz cool, wenn ihr mitmachen würdet. Eure Top 10 zu Johto. Das heißt...
Wenn ihr gerade nichts zu tun habt, könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, was ist eure Top-10-Liste von Johto? Und die könnt ihr dann einfach schon mal... Könnt ihr dann da unterschreiben, wenn das Video rauskommt. Und wird wahrscheinlich auch morgen sein, denke ich. Und dann könnt ihr damit im Prinzip das eine Video, die Top-10-Liste, beeinflussen. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Irgendwo wird noch geschrieben, dass es vielleicht im Bahnhof, dass er vielleicht im Bahnhof ist. Aber ich denke nicht. Okay, der Stream geht noch weiter, wenn er jetzt im Bahnhof ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt irgendwo ziemlich weit. Irgendwo da unten, glaube ich. Aber gut. Aber gut. Mal sehen, wer jetzt tatsächlich noch da ist. Die meisten haben jetzt bestimmt schon gesagt, tschüss. Dann mach ich aus. War ein hartnäckiger Trick. Bahnhof. Oh wow, ich sehe ganz viele Major Boobs. Gut, das war's dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Hallo, Marius Scherf. Guten Tag und tschüss.